Erstmal Action geladen, nachgeladen. Die sollen uns ruhig hinterherkommen. Wir sind mit einer Schrotflinte bewaffnet und haben keine Angst. Das Lästige sind nur diese verdammten Türen, an denen man immer wieder hängen bleibt. Hallihallöchen. Wie ihr sehen könnt, die Flat ist für euch kein Problem, wenn ihr mit einer Schrotflinte bewaffnet seid und gleichzeitig jede Menge Selbstvertrauen mitbringt. Denn dann ist es die Flat, die sich vor euch fürchten muss. Immer dran denken, die effektivsten Waffen sind, zumindest zu meinem Empfinden, immer noch die, arme Sau, die Pistole und die Magnum. Mein Kumpel Robin hat mir das damals, ebenfalls mein Kumpel Robin, also der hat mir viel beigebracht in dem Spiel. Mich damals da, wie gesagt, dazu gebracht. Der hat diese Waffe immer Pixel genannt, die Pistole hat er immer Pixel genannt. Ich weiß nicht, warum er sie Pixel genannt hat, ich verstehe es bis heute nicht. Aber der hat gesagt, wenn du immer gegen Flat kämpfst und keine Schrotflinte parat hast, probier die Pixel. Ist die beste Waffe im ganzen Spiel und am allereffektivsten gegen die Flat. Denn wenn man mit der präzise schießen kann, kann man auch mit ihr einen Flat mit nur einem Schuss platt machen. Oh, es laggt gerade ein bisschen, wie ich sehe. Gut, das finde ich ja super. Den speichere ich jetzt mal besser. Den Kontrollpunkt. Ach, jetzt komm, jetzt kannst du langsam wieder aufhören zu laggen. Oh. Das jetzt mit X, das war wohl nichts. Gut, wir befinden uns wieder hier oben. Von dort drüben sind wir gekommen. Und, worüber müssen wir? Ah, hier rüber müssen wir. Gut, ich habe jetzt keinen Bock mehr, den Unsichtbarkeitsdings da zu holen. Man könnte ihn sich zwar holen, aber ich mach's nicht. Er kommt, knabbert mich an, dann habt ihr irgendwie, lasst mich dann Ruhe. Gut, wir rücken wie gesagt weiter vor, wir wollen aber vorher noch die Gänge kontrollieren. Denn wie wir aus Erfahrung wissen, du machst mich nicht fertig, ist das klar? Och nein, wie drollig. Hallo. Gott, ich liebe diese krassen Explosionen. Vor allem das Geile ist, dass die Flat wirklich so blöd ist, die weicht diesen Dingern nicht aus. Die weicht Granaten nicht aus. Das werdet ihr nie sehen, dass ein Flat versucht, einer Granate auszuweichen. Zumindest nicht in Halo 1. Ja komm, bleibt mal stehen hier. Ich mag euch nicht. Ihr sollt terminiert werden. Ja gut, knabber mich an, wenn du willst. Ja nee, komm, ist klar. Man kann sehen, dass die kleinen Blubber verzweifelt versuchen, hier hochzukommen. Ah, verdammt, jetzt bin ich doch hier runtergefallen. Das macht mich jetzt böse. Gut, man kommt hier nicht runter. Jetzt muss ich tatsächlich den ganzen Drecksweg wieder zurückrennen. Ja, uhu, wow. Ja, wie gruselig. Und entweder war das gerade unser Ding, wo wir gerade lang gelaufen sind, oder es ist schon wieder ein neuer Bereich. So oder so ist es mir wurscht, denn ihr wisst ja, was meine Devise lautet. Niemals halbe Sachen machen. Gut, da können wir nicht lang, da können wir nicht lang. Einziger Ausweg hier hinter. Hört ihr das? Wie ihr gesehen habt, die sind sehr wohl zu ziemlich brillanten Leistungen fähig, denn die haben sich gerade von hinten an mich rangeschlichen. Das macht die Allianz eigentlich nur selten. Das aber Flat dafür umso mehr.
Kontakte, jede Menge Feindkontakte. Man kann hier auch noch weitere veränderte Marines sehen. Und jede Menge Muni für die Schrotflinte. Hier für euch eine Granate geht aufs Haus. Ja, mal, wo sitzen stehen jetzt schon wieder, ha? Da oben siehst du. Ich frag mich, ob die Dinger überhaupt Ärsche haben. Na, wo sitzt der denn der? Voll in den Arsch. So wird's gemacht und, ja. Jede Menge zerbrokte komische Dinger. Gut, wir sammeln Schrotflintenmunition ein, bedauern den Tod unserer tapferen Marines und begeben uns dann weiterhin auf den Versuch, hier hochzulaufen. Ich bin dummerweise immer wieder etwas verwirrt, wenn ich durch diese Karte gehe. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich, weil man sich hier hin und wieder mal verirren kann. Was ja immer wieder schön ist, ist diese absolut affengeile Musik. Der Weg ist vor euch. Toll, das waren jetzt zwei Epic-Fail-Granaten, aber die da hinten umso besser. Wupp, zum Teufel kommen die ganze Zeit diese Schüsse her. Du bist das, du kleiner, mieser... Wie ihr sehen könnt, es werden immer mehr. Was uns aber nicht davon abhält, unsere Aufgabe des notorischen Cleans dieser Maps einzuhalten. Ich würde mich freuen, wenn die hier hochkommen, dann hätte ich es wenigstens nicht so schwer, die abzuschießen. Gut, an Gegnern scheint hier drinnen nicht mehr viel in einem Stück zu sein und das meine ich genauso, wie ich sage. Wir rücken weiter vor. Und wir kommen zu einem Fahrstuhl, einem weiteren Fahrstuhl. Das heißt nicht mehr lange und der Level ist am Ende. Wie ihr sehen könnt, die Flood ist kein Grund, sich zu fürchten, denn die Flood ist im Endeffekt wie Jäger auch ein ziemlich lustiger Spielpartner. Und das finde ich lustig. Okay. Lol, was für Idioten, jetzt sind sie tatsächlich runtergefallen. Aber diese Dinger, diese Blobs, die sind unsterblich. Okay. Dann rücken wir weiter vor. Es geht aufwärts. Und von oben dürfte jetzt nichts mehr so weit kommen. Hier Echo 419. Chief, sind Sie das? Ich habe Ihr Signal verloren, als Sie in dem Komplex verschwanden. Was geht da unten vor? Ich empfange überall Bewegungen. Man sieht jede Menge Marines. Die Kavallerie ist da. Sir, Gott sei Dank sind Sie da. Wir irren schon seit Stunden hier herum. Als wir den Kontakt zum Rest verloren hatten, gingen wir Richtung Treffpunkt und dann haben uns diese Dinger überfallen. Wir müssen hier raus. Ja. Ein paar hundert Meter von Ihrer Position ist ein Turm. Versuchen Sie, aus dem Nebel und dem Blätterdach zu kommen. Dann kann ich runter und Sie aufsammeln. Das klingt doch mal nach einer Idee, oder? Ein Hoch auf V-Hammer. Gut, wir haben alles eingesammelt, was man hier hinten so holen kann. Und rücken also zu unserer Position vor. Da, ein Mark 5. Ja, ein Mark 5. Ich weiß, dass ich einen Mark 5 habe. Einen Anzug. Mark 5 Anzug.